Das ist so ein wirres und irres Video. Das kann man doch niemandem zeigen. Und meine Haare sehen auch schon irr aus. Also wirklich. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zeige ich dir, welche Bücher bei mir mit in den Urlaub dürfen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe neulich ein Video hochgeladen, in dem ich Büchertipps gegeben habe für Bücher, wo ich denke, dass die ganz gut in die Urlaubszeit passen, wo auch für jeden Geschmack was dabei sein sollte, verlinke ich dir hier oben. Und es hat mich zwar niemand gefragt, aber ich hatte trotzdem total Lust zu zeigen, was bei mir eigentlich mit in den Urlaub darf. Ich habe jetzt schon eine Woche Urlaub mit meiner Freundin an der Nordsee hinter mir. Ich hatte, glaube ich, 6 Bücher mit und bin mit 8 Büchern nach Hause gekommen. Also keine Ahnung, wie das passiert ist. Um genau zu sein, habe ich ein Buch gekauft und meine Freundin hat mir eins ausgeliehen. Ich habe natürlich nicht 6 Bücher und auch nicht 8 Bücher in einer Woche gelesen. Ich habe 2,5 gelesen. 2 und diesen halben Finger hier. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man 2,5 zeigt. Ich lasse es lieber sein. Die Bücher möchte ich dir gerne zeigen und vor allem fahre ich morgen mit meinem Freund noch eine Woche weg. Und da werde ich mir auch 3 Bücher mitnehmen. Und dachte mir, ich zeig dir die einfach mal hier alle, ja. Es ist jetzt 22.30 Uhr, ich habe einfach noch nichts in meinen Koffer gepackt. Ich schiebe es vor mir her, ich hasse Kofferpacken wie die Pest. Und im Gegensatz zu normalen Menschen sitze ich dann eben hier um 1 Uhr morgens und bin schon wahrscheinlich halb am Heulen, weil ich denke, jetzt muss ich diesen Koffer doch irgendwann mal packen, wir fahren ja auch gleich los. Jedenfalls, was soll ich dir sagen? Dachte ich, es wäre eine gute Idee, stattdessen einfach ein Video zu drehen, weil ich ja unbedingt dir jetzt erzählen muss, was ich mitnehme. So, jetzt fangen wir aber mal wirklich an. Das hat richtig dolle gerade geklatscht und wehgetan. Das wird jetzt hier ganz professionell überspielt und ich zeige dir, welche 2,5 Bücher ich mit hatte. Um genau zu sein, hatte ich diese 3 Bücher mit. Mit dem war ich aber so gut wie schon fertig. Und ich muss sagen, für mich war das hier wirklich voll der perfekte Urlaubsmix irgendwie. Und die anderen Bücher, ich sehe auch gerade, es sind gar nicht 3, sondern 4. Wie ist das schon wieder passiert? Egal, dazu kommen wir gleich. Zeige ich dir, da ist noch mehr Varianz drin. Ey, du merkst, ich bin eigentlich so hibbelig, ne? Ich dürfte mich jetzt eigentlich überhaupt nicht hier hinsetzen und ein Video drehen, weil ich eigentlich so voll, weiß ich nicht, voll hibbelig gerade bin. Egal. Dieses Buch habe ich schon mal in meinem Leselisten-Video vorgestellt, wenn ich mich nicht irre. Das ist von Patricia Renaud und heißt Kolibri-Zwitschern und ist quasi der 3. Teil einer Reihe. Und es geht hier um eine andere Hauptfigur als in den ersten 2 Teilen. Diese Figur kennt man aber schon. Um genau zu sein, heißt sie Ari und ist eine der besten Freundinnen der Hauptfigur in den ersten beiden Teilen. Und hier geht es um ihre Lebensgeschichte. Es geht darum, ob sie zur Liebe findet, wie es für sie ist eigentlich, Single zu sein, wie es für sie ist, immer von allen gefragt zu werden, wann sie denn endlich mal einen Mann mit nach Hause bringt. Und es ist eine so süße Geschichte. Geräusche spielen eine Rolle. Also hier stehen immer am Anfang von den Kapiteln Geräusche. Zum Beispiel hier ist das Knistern des Kaminfeuers. Ist jetzt natürlich im Sommer immer ein bisschen schwierig, aber vorne ist hier quasi eine Playlist drin. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt vielleicht ein bisschen sehen kann. Hier ist eine Playlist drin mit diesen Geräuschen, die hier eine Rolle spielen. Und warum ausgerechnet diese Geräusche so wichtig sind und wer diese Geräusche an Ari schickt, erfährst du, wenn du diese Geschichte liest. Ich bin von Seite 1 an wieder voll drin gewesen. Ich finde, Patricias Bücher sollten viel, viel bekannter sein. Ich finde es so schön, auch einfach für den Urlaub. Es ist eine kurzweilige Geschichte, die total schön ist. Gleichzeitig auch so ein Hauch Drama mit drin hat, einfach nur richtig schön. Also ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn man vielleicht in den Sommerurlaub fährt, vielleicht irgendwo am Wasser liegt oder, keine Ahnung, auf dem Balkon chillt oder von mir aus im Bett, ist ja egal, Hauptsache man hat frei und kann lesen, dann kann ich mir das richtig, richtig gut vorstellen. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich war damit fast fertig, als ich losgefahren bin. Ich glaube, ich hatte noch 50 oder 70 Seiten über, habe es dann zu Ende gelesen und fand es einfach nur richtig, richtig toll. Und danach hatte ich Lust auf was Lustiges, Leichtes. Und was könnte da besser passen als Renate Bergmann? Ich glaube, langsam können diejenigen, die jedes Video sich angucken, das schon gar nicht mehr hier ertragen, dass ich ständig Renate hochhalte und dann hochlade. Renate Bergmann ist eine Online-Omi, sie ist 82, wohnt in Berlin-Spandau. Das ist
meine Heimat quasi. Und ist vierfach verwitwet, hat jede Menge zu tun. Und in Ich bin nicht süß, ich habe bloß Zucker geht es darum, was für Wehwehchen man vielleicht im Alter bekommt. Aber eigentlich geht es um verschiedene Episoden aus ihrem Leben, aus dem Leben ihrer Freunde. Und ich könnte mich dabei wirklich bepinkeln vor Lachen. Es ist so witzig, wie sie auf die heutige Jugend guckt, wie sie auf ihr eigenes Leben guckt, wie sie ihre eigenen Macken so richtig charmant erzählt und wie sie auch über ihre Freunde spricht, über Gertrud, über Ilse, über Kurt. Es ist einfach wirklich zum Schreien komisch und das habe ich weggeatmet, dieses Buch. Also meine Freundinnen lesen auch diese Bücher und meine Freundin, mit der ich im Urlaub war, hat auch eins gelesen, das, was ich da vorgelesen habe, das bisschen Hüfte, meine Güte oder so heißt es. Und sie lag auch wirklich schon wieder so da und musste so grinsen die ganze Zeit und ich lag dann mit dem da. Wir haben es geliebt. Wir lagen da selber so ein bisschen Rentner-like um 20 Uhr im Bett oder um 19 Uhr oder so und haben gelesen. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, es hat unseren Urlaub richtig bereichert und ja, Renate durfte für mich nicht fehlen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja im Juni doch einige neue Bücher mir auch selber gekauft und wollte die dann auch so schnell wie möglich lesen, weil ich wirklich richtig, richtig, richtig Bock darauf hatte. Und eins davon war Under the Whispering Door von T.J. Klune. Ich gucke nochmal nach, wie es auf Deutsch heißt und blende dir das hier ein. Das Cover sieht genauso aus im Deutschen, wenn ich mich recht entsinne. Und hier geht es um Wallace. Wallace Price ist ein ganz erfolgreicher Anwalt, der im Leben wirklich, ja, weiß ich nicht, alles für die Arbeit tut. Ja? Und er stirbt und er kommt in eine Zwischenwelt zu Hugo. Und Hugo ist jemand, der ihm helfen soll, eben diesen Schritt quasi ins Jenseits zu machen. Scheinbar hat Wallace aber irgendetwas, was ihn in dieser Zwischenwelt hält. Also irgendwas, was ihn noch nicht so richtig mit seinem eigenen Leben abschließen lassen möchte. Und er lernt dann Hugo kennen, er lernt auch noch andere Charaktere kennen, die in Hugos Leben eine große Rolle spielen. Und es geht hier wirklich viel darum, was das Leben eigentlich wirklich ausmacht und was das Leben lebenswert macht. Und wie Wallace eigentlich als lebendiger Mensch so war und wie er jetzt eben als Toter sich dann auch noch entwickelt. Was ich ganz süß fand, war, dass T.J. Klune hier eine Triggerwarnung an den Anfang gestellt hat, die sich für mich gar nicht so sehr nach Triggerwarnung angehört hat, sondern er hatte es einfach geschrieben, Moment, ich suche dir das nochmal raus, Moment, dass es hier um das Leben geht, um die Liebe, aber auch um Verlust und um Trauer. Und dass es eben auch um Diskussionen über den Tod geht, in verschiedenen Formen quasi. Und dass man das mit Vorsicht lesen sollte. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ich muss sagen, das ist wieder eine Geschichte gewesen, die so richtig, wie soll ich sagen, sie ging mir richtig unter die Haut. Ich bin am Anfang, also ich fand, es war ein bisschen langatmiger als Mr. Parnassus. Aber die Geschichte hat mir sehr viel gegeben und vor allem auch sehr viel zu denken gegeben. Also ich habe, als ich damit fertig war, wirklich dagelegen und sehr, sehr lange nachgedacht. Also bestimmt 2 Stunden lag ich einfach da. Meine Freundin hat gepennt. Es war, glaube ich, 1 Uhr morgens. Und ich dachte mir einfach nur, krass, was denke ich denn, wie es sein könnte, wenn ich vielleicht mal tot bin? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Die Gedanken behalte ich einfach mal für mich. Aber das ist auch was, wenn man sagt, man möchte sich im Urlaub vielleicht mit einem Buch irgendwie vergnügen, wo man auch sehr nachdenklich wird, ja, war das für mich das absolut Richtige. Also das sind die Bücher, die mich quasi in meinem ersten Teil des Urlaubs begleitet haben. Und jetzt kommen aber die Bücher, die mich noch begleiten werden, wo ich dir natürlich noch gar nicht so ausführlich was zu sagen kann wie zu den Büchern, weil ich sie ja noch nicht gelesen habe. Und ich dachte ja irgendwie gerade, es wären nur 3, aber es sind jetzt halt doch 4. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und zwar sind das, Moment, diese hier. Und die Schlaufüchse unter uns werden jetzt dieses Buch erspäht haben. Ein neues Buch von J.V. Stevens. Das ist tatsächlich eins der Bücher, was mit mir vom Nordseeurlaub mit nach Hause kommen durfte, weil ich es mir dort gekauft habe. Was soll ich sagen? J.V. Stevens ist eine meiner absolut liebsten Autorinnen, wenn es um Thriller geht. Und ich konnte daran nicht vorbeigehen. Ich habe auch schon angefangen. Ich bin auch schon auf Seite 118. Naja, so weit ist es quasi noch nicht, aber das lese ich natürlich weiter und nehme es mit in den Urlaub. Hier geht es darum, dass auf einem Highway, wie heißt der nochmal,
Cold Creek Highway im Nordwesten von Kanada. Auf diesem Highway verschwinden seit Jahren junge Frauen. Und diese Fälle werden niemals aufgeklärt. Die werden immer als vermisst gemeldet, irgendwann werden sie vielleicht auch tot aufgefunden, aber keiner kann diesen Mörder oder diesen Täter einfach finden. Keiner weiß so richtig, was da los ist. Und es gibt dann verschiedene Erzählstränge, die am Ende zusammenführen. Es geht einmal um Haley. Und dann ein Jahr später geht es um Beth. Sie ist ein Großstadtkind, kommt nach Cold Creek, weil es dort quasi so einen Gedenktag gibt für die vermissten Mädels, ja, die vermissten jungen Frauen. Mädels hört sich immer so abwertend an. Ich meine das überhaupt nicht abwertend, aber irgendwie hat sich es gerade in dem Kontext komisch angehört. Deswegen wollte ich mich kurz korrigieren. Jedenfalls kommt sie nach Cold Creek und macht dann irgendwie auch eine Entdeckung oder startet eine Suche. Was mit Haley passiert, weiß man halt noch nicht. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Kann mir ein bisschen was denken inzwischen. Aber es ist wieder sehr, sehr spannend bisher. Und ich hatte richtig Bock, nach den Büchern, die ich eben in dem anderen Urlaub quasi gelesen habe, das hier zu lesen. Von daher wird das auf jeden Fall mitkommen. Ich werde wahrscheinlich jetzt, bevor ich meinen Koffer dann mal packe, noch eine Stunde einfach lesen, damit es dann alles richtig schön spät wird. Das kommt auf jeden Fall mit. Und dann kann ich dir mal sagen, dass meine Freundin mir, weil sie es selber im Urlaub gelesen hat, dieses Buch hier gegeben hat. Sie meinte, ich kann das auch danach behalten, weil sie sich das nochmal als Hardcover gekauft hat, weil sie nämlich tatsächlich mit Katharina Rust zusammen eine Zeit lang im Krankenhaus verbracht hat und sie ihr erzählt hat, dass sie eben bei den Aparai-Vajana-Indianern beim Amazonas quasi gelebt hat als Kind. Und das ist ihre Geschichte. Und meine Freundin hat sie eben dort quasi kennengelernt und ein paar Geschichten gehört und hat dann natürlich gesagt, ich will dein Buch lesen. Und weil meine Freundin mir dann davon erzählt hat und dieses Buch gelesen hat und gesagt hat, wie toll ihr das gefallen hat, habe ich natürlich gesagt, ich möchte es auch gerne lesen. Und da sind auch ganz viele Bilder drin aus ihrer Zeit. Dort ein paar bunte Bilder, aber auch ein paar Schwarz-Weiß-Bilder immer mal wieder so drin. Und da habe ich natürlich auch extrem Lust drauf. Ich finde, das passt auch gut in die Urlaubszeit, wenn man sich Zeit nehmen kann, wenn man vielleicht selber ein bisschen Fernweh hat oder das Fernweh gerade quasi befriedigt wurde, weil man selber in Urlaub gefahren ist, aber wenn man einfach in so eine neue Welt eintaucht und auch Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen kommt das auf jeden Fall auch mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle Bücher, die ich mitnehmen werde, schaffen werde. Aber man kann es ja einfach mal probieren, beziehungsweise dann habe ich wenigstens die Auswahl. Ne? Das ist für mich viel schlimmer als die Frage, was ich für Klamotten mitnehme. Welche Bücher nehme ich mit? Weil wenn ich dann richtig Lust habe auf dieses Buch und dann habe ich es nicht dabei, das finde ich dann blöd, ja? Also, es ist wirklich kompliziert mit mir. Aber egal, machen wir mal weiter. Ich habe hier nämlich noch zwei Bücher, die ich mitnehmen will. Das eine ist dieses hier, Das Haus der Tänzerin von Kate Lord Brown. Und auch dieses Buch habe ich schon mal gezeigt in meinem Leselisten-Video, weil ich mir das als Buch ausgesucht habe für meine Sub-Abbau-Challenge. Also ich mache ja diese Stapel ungelesener Bücher Challenge, weil ich diesen Stapel endlich kleiner kriegen möchte. Und das ist eins davon, was ich mir ausgesucht habe, weil es für mich total gut in die Urlaubszeit passt. Emma erbt von ihrer Mutter ein Haus in Valencia, muss ich mal gerade hier nochmal gucken, und fragt sich eigentlich die ganze Zeit, was für ein Familiengeheimnis vielleicht im Verborgenen liegt. Und je länger sie an diesem Ort ist und je länger sie in diesem Haus ist und sich dort einlebt, desto mehr beschäftigt sie sich auch dann damit und desto mehr kommt sie hinter dieses Geheimnis. Und ich liebe generell solche Familiengeheimnisse, egal welche Jahreszeit, egal was ich gerade mache, ob ich arbeite, ob ich Urlaub habe, egal, habe ich richtig Lust drauf. Und deswegen kommt dieses Buch auch mit. Es ist jetzt schon eine Weile auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und ich weiß nicht, ich finde schon, wenn man dieses Cover sich anguckt, ich kriege da richtig Bock wegzufahren. Ich kriege da richtig Lust, irgendwie, ja, weiß ich nicht, Dinge zu entdecken, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Habe ich einfach richtig Lust drauf. Deswegen kommt das auf jeden Fall mit. So, und was wäre ein gepackter Koffer ohne ein Buch, wo ich mich auch noch ein bisschen mit mir selber beschäftigen kann und mit meiner persönlichen Weiterentwicklung? Ich habe mir Why Not? Inspiration für ein Leben ohne Wenn und Aber von Lars Ament noch ausgesucht. Da geht es wirklich darum, für dich, ja, einfach die Entscheidungen zu treffen, die dich im Leben voranbringen und dieses Aber aus dem Denken zu streichen. Ne? Wie oft hat man Sachen vor und man bremst sich selber aus, weil man denkt, ja, aber was ist, wenn? Was ist, wenn es so und so dann wird? Ja, aber was denn, wenn nicht?
warum solltest du es nicht machen? Why not? Ja, darum geht es in diesem Buch. Soweit ich das gesehen hatte, ist es aufgeteilt, ich kann dir das mal hier zeigen, in verschiedene Schritte. Kann man das sehen? Vielleicht ein bisschen. Also es gibt den Schritt, wie man an sich selber glaubt, wie man beste Freunde findet, wie man es schafft, eine Beziehung zu finden, beziehungsweise was man an sich selbst vielleicht verändern kann oder optimieren kann. Ich finde es immer so schwierig, das so zu sagen, weil jeder hat ja natürlich auch was Tolles schon in sich. Das heißt ja nicht, dass man sich immer komplett ändern muss, aber man kann ja schauen, wie man das Beste aus sich rausholt. So, das finde ich immer total spannend. Wie man ein erfülltes Leben führt, wie man seine Gedanken ändern kann, warum das Kind in einem nicht sterben sollte, wie man sich von Ängsten befreit, wie man mit Rückschlägen und Niederlagen klarkommt. All sowas eben. Ja, hier steht noch drauf von Daniel Aminati. Lars Ament ist die pure Motivation und why not die coolste Gebrauchsanweisung fürs Leben. Es gibt dann hier irgendwie noch so eine kostenlose App, die man sich runterladen kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich sieht man dann da irgendwie so ein paar Videos von ihm oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte dieses Buch mal gebraucht gekauft. Bei Rebay, bei Medimobs, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr, als ich auf der Suche war nach so Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Da muss man natürlich dann auch Lust drauf haben. Aber sollte ich es nicht im Urlaub dann so lesen, werde ich es auf jeden Fall mir im Juli nochmal anschauen und da ein bisschen mitarbeiten und gucken, was ich daraus mitnehmen kann. Ja, und das sind die Bücher, die mich entweder schon im Urlaub begleitet haben oder die mich noch begleiten werden. Und jetzt würde ich natürlich wie immer gerne von dir wissen, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher bereits selbst gelesen hast. Wenn ja, wie du sie fandest, was ich vielleicht als erstes lesen soll von den Büchern, die mich jetzt mit in den Urlaub begleiten werden. Und ich glaube, jetzt habe ich langsam keine Ausrede mehr, warum ich nicht endlich ans Kofferpacken gehen sollte. Sag mir doch gerne in den Kommentaren auch, was du für ein Kofferpacktyp bist. Ob du jemand bist, der am liebsten schon 3 Wochen vorher alles genau plant, ob du eine Packliste hast, ob du immer voll organisiert bist, was sowas angeht, oder ob du auch eher jemand bist, der spontan dann reinschmeißt, was irgendwie geht, auf den letzten Drücker irgendwie. Würde mich total interessieren und wenn du Lust hast, kannst du ja auch gerne noch dazu schreiben, was du im Urlaub gerne lesen möchtest. Auch das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!